So, hallo, wir machen weiter beim Thanos-Prinzip. Und während es gerade schon eine ganze Weile wieder lädt, erkläre ich kurz, dass ich zwei Dinge in dem Part auf jeden Fall erreichen möchte. Vielleicht mehr, aber zwei auf jeden Fall. Und zwar hat mir Aggressor geschrieben, dass ich einen QR-Code übersehen habe. Den will ich nachholen. Und war es Reggie? Ich hoffe, ich spreche dich diesmal richtig aus. Ja, Reggie war es. Hat geschrieben, dass mir ein Stern im Garten von C fehlt. Das heißt, er ist gar nicht auf der Oberwelt, der fehlende Stern. Ich dachte, da gibt es drei Sterne. Ist gar nicht so. Gut. Das heißt, wir gehen zurück in den Garten C und suchen da einen Stern. Und das könnte den ganzen Part dauern. Je nachdem, ob ich ihn finde. Denn ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, was Garten C war. Und wir gehen aber als erstes zu dem QR-Code, der noch fehlt. Genau, so machen wir das. Und wenn wir dann es schaffen, den Stern rechtzeitig zu finden, gehen wir noch in die Sternwelt in C, aber da rechne ich fast nicht mit. Oh, ich stehe ja perfekt. Der ist nämlich hier. Oh, hier sind mehrere. Ich war so nah dran, ich habe die Wolken gesehen und das Tor, aber ich konnte es nicht erreichen. Irgendwie war ich nicht am rechten Ort zur rechten Zeit. Ich bin nicht bereit, ich bin nicht die richtige Version. Ich weiß nicht, ob wir es hier gelesen haben, aber ich glaube nicht. Willst du mich verarschen? Danke. Codename Sheep endete hier. KIT-Programm hat eine neue Version reinitiiert. Letzter Speicherzug. Ich werde in die Welt, von der ich gekommen bin, zurückkehren und anderen helfen, den Turm zu besteigen. Und dort, wo ich scheiterte, den Kreis zu beenden. Das Schaf wird nun zum Schäfer. Ah ja. Okay. Ne, die haben wir, glaube ich, nicht gelesen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Und ich habe das Rätsel völlig falsch gespielt. Das Rätsel werden wir nochmal neu spielen, wenn wir dann hier die Easter Eggs machen. Denn es hat, so wie es geklungen hat, eine echt coole Lösung. Wenn ich mir das jetzt so angucke. Ja. Ja, das ist echt cool. Okay. Das holen wir nach. Ich möchte jetzt aber lieber, wie gesagt, den Part dafür nutzen. In den Garten C zu gucken. Und da eventuell. Den letzten Stern zu finden. Gut, dass ich ein bisschen gewartet habe mit der neuen Aufnahme. Sonst hätte ich den Kommentar nämlich nie gelesen. Wäre nämlich jetzt voll überzeugt gewesen. Das habt ihr im letzten Part gemerkt. Da habe ich ja. Wir haben im letzten Part das Spiel beendet, habe ich ganz vergessen zu sagen. Also, was heißt beendet, aber, ne? Ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Wir haben mal die Credits gesehen, sagen wir es so. Und ja, danach habe ich ja irgendwie verpeilt, dass ich gar keinen neuen Part gestartet habe und habe angefangen, den Stern zu suchen. Gut, also hier soll irgendwo ein Stern sein, ja? Na gut. Ich glaube, es ist. Sonst war in den Welten hier kein Stern, oder? In diesen Gärten. Ich glaube, das ist dann der einzige Garten, wo ein Stern ist. Weil es fehlt ja nur noch ein Stern. Und ich weiß, dass wir hier keinen Stern eingesammelt haben. Und wenn Reggie schreibt, dass hier ein Stern war. Dann werde ich den wohl. Ah, mir war ja damals schon der Wasserfall so ein bisschen mysteriös vorgekommen. Aber da komme ich nicht. Nee. Nee. Da komme ich niemals rüber. Aber vielleicht hinter irgendeinem Wasserfall. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ups. Scheiße. So. Oder hier drin. Na, wir gehen das mal aus.
Aber hier bin ich doch auch damals schon rumgeklettert und rumgejumpt. Das habe ich doch eigentlich mir alles schon angeguckt. Da war doch nichts. Das habe ich alles gesehen. Das weiß ich noch. Das habe ich alles gesehen. Das brauchen wir jetzt nicht doppelt machen. Guck's mir nur nochmal von Ferne an. Gibt's hier irgendeinen Ort, wo ich noch überhaupt nicht hingeguckt habe? Kann man da vielleicht noch irgendwo hoch oder so? Auf dem Turm da. Komme ich vielleicht irgendwie auf den Turm da? Ist da vielleicht der Stern? Na gut, da rein komme ich auf jeden Fall. Also muss ich da jetzt nicht unbedingt durch die Gitter gucken. Aber das hier hatten wir uns alles angeschaut, das weiß ich doch noch. Mach doch das jetzt nicht doppelt und dreifach. Hä? Ach so. Ich muss das natürlich wieder neu öffnen. Wo sind denn jetzt die... Einen hatte ich gerade in der Hand. Ach, scheiße. Wo habe ich denn den abgelegt? Oh Gott. Oh Gott, wo habe ich den denn jetzt abgelegt? Den habe ich jetzt irgendwo hingestellt. Ach du Scheiße. Hier irgendwo, ne? Hier beim Wasserfall habe ich den irgendwo abgestellt. Dachte ich. Oh Gott, wo habe ich den hingestellt? Ah, Gott sei Dank. Das wäre es jetzt. Wir suchen den ganzen Part über den Connector, den ich weggestellt habe. Das wär's so wirklich. Also ich will mal gucken, ob ich irgendwie auf den Turm da hochkomme. So, einmal blau. Super. Danke. Dann brauchen wir den anderen Connector. Der müsste hier gewesen sein. Yes. Hier brauchen wir rot. Und hier rot. So. Prima. Easy going. Gut, das haben wir ja alles schon gemacht. Das hier ist auch nichts Neues. Das hatten wir auch alles schon gesehen. Wo wollte ich hin? Hier auf den Turm. Genau. Aber ich habe hier nichts zu holen. Ich habe hier überhaupt nichts, womit ich irgendwie ansatzweise hochspringen könnte. Nee. Hier kommt man auch nicht einfach durch. Der Baumstamm vielleicht. Aber das... Ja, und dann. Das ist Schwachsinn. Das ist Schwachsinn. Hier kann man auch nicht drauf und dann von da aus irgendwie... Aber wohin soll ich denn gehen? Auf die Statue komme ich auch nicht. Auch nicht von hier oben. Oh. Wo ist hier ein Stern? Ich suche ja schon keine Easter Eggs hier. Ach, apropos Easter Egg. Hier war doch diese Statue. Wo war das denn? Hier, genau da. Da war doch diese Statue. Hat da vielleicht... hat die vielleicht irgendwas? Zwei Linien.
Hat die Statue vielleicht irgendwas mit dem Stern zu tun? Ich weiß es nicht. Ich denke, das ist eher ein Easter Egg, oder? Ich denke, das ist ein Easter Egg. Ich weiß es nicht. Aber irgendwo muss ja hier was sein. Ups. Ach, scheiße. Aber wo? Hier habe ich doch alles abgekocht. Es bleibt nur die Statue da. Vielleicht ist das ja doch kein Easter Egg und man kann da irgendwas machen. Sollte ich die Konnektoren mitnehmen? Eine zumindest. Habe ich zwar damals schon probiert, aber hey. Keine Ahnung. Nochmal den blauen Laser mitnehmen. Was immer das bringen soll. Noch einen roten Laser mitnehmen und die ein bisschen ärgern. Ah, die erwischen hier nicht mal irgendwas. Oder? Doch. Doch, tatsächlich erwischen die was. Interessant. Ist jetzt hier irgendwas zum Anvisieren? Hilft hier ja nicht. Wenn ich hier... Was? Da ist ein Stern. Leck mich doch am Arsch. Stern. Da. Da hinter den Steinen. Aber wie komme ich da rüber? Oh, das sieht auch cool aus. Das wird so richtig lila, wenn man hier wegen blau und rot. Das ist ja nice. Wie sieht das hier vermischt? Das ist schon cool. Aber wie komme ich jetzt darüber? Springen hatten wir probiert, ne? Das ging eigentlich nicht. Eure Liebe kennt keine Hindernisse. Wahre Dummheit aber schon. Was kann ich da drüben mit den Konnektoren? Ich habe doch hier nur die Konnektoren zur Verfügung, sonst habe ich doch hier nichts. Sonst habe ich hier nichts. Zwei Liebende werden durch Abgründe von Zeit und Raum getrennt. Doch kennt wahre Liebe keine Hindernisse. Ist da ein Knopf oder so? Für mich ist ein Knopf oder was? Wie komme ich da rüber? Da ist jetzt ein Bug. Oder ist da ein Weg? Ja, ciao. Scheiße.
irgendwie. Hier fängt der Weg an. Und dann geht er hier. Das wäre aber eine blöde Lösung. Ach du Scheiße. Ja. Okay, wie finde ich jetzt raus, wie der Weg verläuft? Du hilfst mir. Ich müsste doch sehen, wenn ich den irgendwo hinstellen kann. Müsste mir das doch anzeigen, dass da noch ein Weg ist, oder? Kann ich den da nicht so ein bisschen als Hilfe nutzen? Das fing irgendwo hier an. Ist da jetzt noch? Ja, das kapiert er aber gar nicht, dass ich da was hinstellen kann. Doch, das kapiert er. Also stückchenweise. Man sieht's halt kaum. Wow, wieso? Okay, wir probieren's so. Das bringt nichts mit Konnektoren. Die sieht man halt kaum in der Helligkeit. Habe ich den Eindruck. Also. Straight rüber funktioniert nicht, ne? Nevermind. Okay. Gut. Also das ist eine etwas merkwürdige Lösung. Kann ich jetzt irgendwas mit denen, kann ich die jetzt noch irgendwie verknüpfen? Oder sind die einfach nur als Hinweis gewesen? Ich würde die zwei Lieben ja schon gerne zusammenbringen. Aber ich kann ihn nicht schieben. Ich kann mir nur den Stern holen. Na gut, aber damit haben wir tatsächlich alle Sterne. Der ist ja sensationell. Komme ich auch wieder zurück? Nein, natürlich nicht. Ach, scheiß doch drauf. Okay. Ich weiß aber, selbst wenn wir jetzt die letzten grauen Steine noch bekommen, ich weiß ja überhaupt nicht, wo ist denn das gewesen? Da hinten. Ich weiß ja überhaupt... Ach, ich darf ja erstmal puzzeln. Ich weiß ja überhaupt nicht, wo ich die einsetzen soll. So, können wir das bitte auf Anhieb einfach richtig machen? Das wäre voll super. Einfach ausnahmsweise mal, weil ich's bin. Das haut ja hier schon nicht mehr. Ja, das kann ja hier auch schon nicht mehr hinhauen. Das auch nicht. Aber so. Ah, jetzt geht das hier aber schon nicht mehr. Aber das hier geht. Und das hier geht. Und das hier geht nicht. Ne, es sind ja nur noch die zwei übrig. Nein, das ist Müll. Entschuldigung. Ja, ja, chill. Das ist der letzte, das kann man doch mal verkraften. Nein, es ist der vorletzte, die grauen sind ja auch Puzzleteile. Ich habe gelügt, Entschuldigung.
Nein, kann nicht funktionieren. Jetzt ist irgendwie noch so verkuppeln, dass am Ende noch die Fläche übrig bleibt. Die Viererfläche. Das ist alles Schwachsinn. Bei einem Trial and Error komme ich mal wieder nicht so weit, wie ich das gerne hätte. Nein, das kann nicht mehr funktionieren. Das darf ich nicht machen. Darf ich das noch? Doch, noch darf ich... Nee, das darf ich... Na, wobei... Es kommt darauf an, was ich jetzt da oben hinpacke. Nee, ich habe aber ja nur noch das Vier, das Lange und die Vierecke. What the fuck? Ja, nice. Dann können wir uns in dem Part ja sogar noch in der Sternwelt umgucken. Von C. Das können wir noch machen. Lesen tun wir den, glaube ich, beim nächsten Mal, oder? Wie groß ist das hier? Ich glaube, wir lesen den. Ach ja, und das haben wir auch wieder. Weiß ich immer noch nicht, was das bedeutet. Jedenfalls haben wir dann wieder drei Rätselchen vor uns. Ach, gucke mal. Mein Glauben hat mich an diesen geheimen Ort geführt. Ich hoffe, dass ich einen Weg finden kann, einem anderen besser zu dienen. Ja, ich glaube, wir lesen den PC dann trotzdem noch. Ja, ja, hör auf zu piepen, ich weiß, dass du da bist. Ich lese dich ja gleich. Schon allein, dass das Gepiepe aufhört. Aha. Die Wahrheit ist in Worten versteckt, aber es liegt an dir, sie zu finden. Lese, denke. Stormmaker. Die anderen hatten wohl kein Huch. Die anderen hatten keinen Bock mehr, hier irgendwelche Insignien zu hinterlassen. Oder haben den Farbe aber nicht gefunden, so wie ich. Okay, lesen wir. Vier Stück diesmal. Menschliches Auge. Was ist das Auge eines Menschen als eine Maschine zum Herausschauen? Für das kleine Wesen, das in seinem Gehirn sitzt. Sind es die Augen des Menschen? Oder ist es die große Seemaschine, die uns die Existenz von Welten jenseits Welten bis in die Unendlichkeit offenbart hat? Was hat uns Menschen die Landschaft des Mondes näher gebracht? Die Flecken der Sonne, die Geografie der Planeten? Er ist der Gnade dieser Seemenschen ausgesetzt, wenn er diese Dinge sehen möchte. Und er ist machtlos, solange er sie nicht seiner eigenen Identität hinzufügt. Solange er sie nicht zu einem Teil von sich selbst macht. Tetromino.
Einer der faszinierendsten Aspekte der kürzlich entdeckten Schriften des St. Eswald ist seine Beschäftigung mit der Suche nach göttlicher Wahrheit in mathematischen Konzepten, welche manchmal an Pantheismus angrenzt. Er war, wie es scheint, besonders an was wir heute Tetrominus nennen interessiert, da in ihnen eine Reflexion des Tetragramms und des griechischen Wortes für Gott Theos sah. Ihre Fähigkeit, andere Formen aus sich selbst herauszubilden, symbolisierte für ihn die Fähigkeit des Schöpfers, die Welt neu zu gestalten, ohne dabei die Gesetze der Physik, welche er selbst erschaffen hatte, zu brechen. Eswald nannte Tetrominus Sigilla, Siegel, was impliziert, dass sie eine wahrhaftigere Version der magischen Symbole, die von Heiden verehrt wurden, darstellten, welche sowohl in der abrahamitischen Tradition als auch in der sorgfältigen Beobachtung der Schöpfung verwurzelt sind. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Texte jemals öffentlich zirkuliert wurden, da ihre Verbreitung mit ziemlicher Sicherheit zu einer Anklage wegen Ketzerei geführt hätte. Erhaltung. Errungenschaft freigeschaltet, gründlicher Forscher. Okay. Mit einer Mischung aus Mitleid und Abscheu sah ich diese Wesen, die ausgebildet wurden, um entweder selbst zu schlachten oder geschlachtet zu werden, und verfiel wieder den Gedanken über eine meiner alten Ansichten. Diese war, dass es der Erhalt der Spezies und nicht der des Individuums zu sein scheint, die den Plan der Gottheit in der gesamten Natur ausmacht. Blüten sprießen nur, um vernichtet zu werden. Fische legen ihre Brut, wo sie gefressen werden wird. Und welch ein Großteil der Menschheit wird lediglich geboren, um vorzeitig hinweggefegt zu werden. Zeigt diese Verschwendung des aufkeimenden Lebens nicht auf unwiderlegbare Weise, dass es nicht Menschen, sondern der Mensch ist, dessen Erhalt so wichtig ist für die Vollendung des großen Plans des Universums? Kinder blinzeln in die Existenz, leiden und sterben. Menschen fliegen wie Motten um eine Kerze und fallen in die Flamme. Krieg und die tausend Übel, welche das Fleisch erbt, mähen sie in Scharen nieder, während die grausamen Vorteile der Gesellschaft unsere Existenz lähmen, einen langsamen, aber nicht wenig unausweichlichen Verfall herbeiführen. Wie aktuell das gerade nur ist. Und dieses. Sechs Sternstern N. Waren in den anderen Dingern auch solche Teile? Warte mal, A extra. Nein, da war kein so Bild. Hier auch nicht. Ach nee, extra ist was anderes. Da war's. Das war das erste von den 6N-Bildern. Dann hatten wir bei B sicherlich auch eins. Ja. Das ist 6 steht für das 6. Stockwerk. Und das ist die Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge, wie man da hinkommt. Okay, 8 funktioniert, verstehe ich nicht. Scheiße, ich hab gedacht, ich hab's verstanden. Aber wir machen mal ganz kurz in dem Part noch einiges. Eine Sache machen wir mal schnell noch. Also C ist 8. C ist 8. Bei B müsste jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, in der Mitte eine Zahl gewesen sein. Hoffentlich. Ich hole mir mal schnell einen Stift währenddessen. Hab einen. Und noch einen Zettel, wo ich drauf schmieren kann. Hab einen. C8. Jetzt habe ich die Maus mit dem Zettel belegt. Da, so. War das hier? Yes. Ich dachte, das hat vielleicht mit einem Easter Egg zu tun. Aber nein, hat es nicht. Das ist wichtig. 8 auch in der Mitte.
B8 in der Mitte auch. Scheiße. War der Arm jetzt bei A auch 8 in der Mitte? Dann haben wir was, was ich nicht verstehe. Ich hatte jetzt gedacht, vielleicht sind das jeweils drei Stockwerkzahlen gewesen und man muss mit dem Aufzug dann die Stockwerke in der Reihenfolge abfahren. Also wenn es 1, 3, 4 oder so gewesen wäre, dass man erst in das erste fährt, dann ins dritte und dann ins vierte. Und dann kommt man damit automatisch in das sechste Stockwerk. Durch Magic. Aber nichts ist passiert. Vor allem, wenn jetzt hier auch eine 8 am Anfang steht, dann stehe ich wieder blöde da. Mann. Hallo? Überfordere ich dich, Spiel? Danke. 5. 588. Natürlich. Das ist der Code. Nicht die Reihenfolge der Stockwerke. Das ist der Code, den wir eingeben müssen, wenn wir das Stockwerk freischalten. Das müssen wir ja jeweils tun. Oh. Alles klar. Aber bevor wir nicht die sechs, die drei anderen Puzzledinger haben, ist das alles eh nix. Deswegen holen wir uns jetzt die drei anderen Puzzleteile und dann wissen wir jetzt, wie wir ins sechste Stockwerk kommen. Ho, 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 ho. Ich fühle dich, Finale. Wo bin ich? Wo muss ich hin? Dahin muss ich. Ich fühle dich, Finale. Du kommst näher. Und nach dem Finale noch die ganzen Easter Eggs. Aber hey. Also wir sind noch lange nicht beim letzten Part angekommen. Aber ja. Aber ja, nächstes Mal dann die drei Rätsel hier. Ich denke, wir kriegen sie alle in einen Part, außer ich brauche wirklich. Außer die sind so riesig. Ich weiß ja nicht, ich kann das gar nicht abschätzen. Vielleicht gehen die hier bis ans Ende und das sind jeweils riesige Labyrinthe und keine Ahnung. Was brauchen wir denn alles jeweils? Da brauchen wir so gut wie alles. Da nicht. Auch nicht. Starten wir mit dem, wo wir so gut wie alles... Nee, lieber nicht. Wir starten. Wir starten hier. Dann machen wir das. Dann machen wir das zum Schluss. Die Mitte auf jeden... Was sehe ich denn da? Die Mitte auf jeden Fall zum Schluss. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.